Lieber Daniel, herzlich willkommen hier in Köln. Danke, dass du deine Geschichte heute hier erzählen wirst und die Geschichte von Oetker Digital. Deine Geschichte ist aber im Zusammenhang mit Oetker Digital insbesondere spannend, weil du vorher bei einem der Unicorns hier in Deutschland warst, einer Marke, die wir auch alle kennen, nämlich Zalando. Wie ist das denn, von einem 10 Jahre alten Unternehmen zu einem 127 Jahre alten Unternehmen zu wechseln? Sehr spannend, genau deshalb habe ich es ja gemacht. Also eine der Fragen, die ich mir gestellt habe, als ich gewechselt bin, ist halt zu schauen, wie man das, was man bei einem Zalando oder bei vielen von denen, die wir auch vorher heute gehört haben, was man da so lädt, erlebt, wie man die Arbeitsweisen gestaltet und wie passt das dann halt zu einem Unternehmen, das, wie du sagst, jetzt eine dreistellige Jahreszahl auf dem Konto hat. Was immer so ein ganz spannender Moment ist, wenn man in Meetings sitzt, Vorstellungsrunde, bei uns die Kollegen sagen, ich bin jetzt 6 Monate dabei, wir haben, sagen wir mal, Februar letzten Jahres angefangen, also die höchste Zahl, die da so kommt, ist mal 1,5 Jahre. Bei den Kollegen von Oetker fängt das bei 8 Jahren an und hört bei 25 auf. Ich hatte mal ein Meeting, wo jemand gesagt hat, ich bin hier der Junior, ich bin erst 12 Jahre im Unternehmen. Also da merkt man, das ist einfach eine ganz andere, teilweise Mentalität dahinter. Aber wir müssen es natürlich trotzdem schaffen, erstens mit denen zusammenzuarbeiten, aber zweitens, wir gehören halt schon dazu. Und das heißt auch, dass wir auch zu der Kultur im Guten wie manchmal auch im Schlechten mit dazugehören. Und wir müssen uns als Teil des Ganzen verstehen. Was sind denn die größten kulturellen Unterschiede, wenn du jetzt mal Zalando mit Oetker vergleichst und auch in gerade geografischer Hinsicht, dass Oetker natürlich in Bielefeld beheimatet ist, ihr sozusagen euer Ding in Berlin macht? Klar, also wir sitzen in Berlin, Oetker selbst sitzt in Bielefeld, andere Teile der Oetker-Gruppe, Radeberger sitzt in Frankfurt, Henkel Sekt sitzt in Wiesbaden, also es ist sowieso schon relativ verteilt. Bielefeld ist sicherlich nicht Berlin, das glaube ich, kann man so sagen, aber die Region um Bielefeld herum ist ja sowieso trotzdem eine spannende Region, ne? Also Miele, Bertelsmann, Schüko, also da passiert eine Menge, so ist es nicht. Ich glaube, wenn du fragst, was ist kulturell der größte Unterschied oder was ist vielleicht das, wo wir auch glauben, dass wir am meisten erstmal Transformation brauchen, ist natürlich so das Verständnis, in welchen Zeitrahmen man denkt, ne? Also im Digitalen, wir reden immer von iterativ, von 2-Wochen-Sprints. Produktentwicklung bei einem Koppenrad und Wiese oder bei einem Dr. Oetker ist eher so auf der Jahressicht. Da sagt man, man will mal ein Produkt für die eher junge Zielgruppe machen, das man in 2 bis 3 Jahren auf den Markt bringt. Das sind, glaube ich, für die meisten von uns Zeit, oh Gott, also wenn ich wüsste, was ich in 3 Jahren mache, das wäre schon ziemlich phänomenal. Also da bin ich weit von entfernt. Hast du denn das Gefühl, dass bei Oetker das Problembewusstsein, dass da jetzt so eine Welle an Digitalisierung und Disruption auf sie zukommt, genauso da ist wie bei Unternehmen, wo das vielleicht jetzt eine Telekom oder Siemens, die ja technologisch sowieso schon woanders stehen. Aber wenn ich jetzt so Pizza und Bier und Torten verkaufe, da hat es ja auch dann noch was zu tun. Ist dann überhaupt schon verstanden, dass man da auch neu denken muss? Oder denkt man da erstmal, wir müssen jetzt eine Pizza digitale kreieren? Oder wie sieht das aus? Ich meine, die Pizza selbst wird sicherlich nicht digital. Also, die Pizza selbst ist Teig und ist Zutaten auf dem Teig. Da wird sich erstmal, glaube ich, im Kern gar nicht so viel verändern. Aber wenn es um die Marketingfragen geht, wenn es darum geht, wie Leute diese Produkte kaufen, wenn es darum geht, wie Leute Informationen über die Produkte erhalten. Früher gab es von Oetker ein Backbuch: Backen macht glücklich. Backen macht Freude, Entschuldigung, Backen macht Freude. Das war halt in jedem deutschen Haushalt zu finden. Heute gehen die Leute auf Chefkoch, heute gehen die Leute in Kitchen Stories und holen da ihre Inspiration, holen da ihre Hinweise. Das heißt, da ist der Zugang zum Konsumenten verloren gegangen. Und der Unterschied ist sicherlich, ich meine, da vorne stehen ja die Kollegen von Real Digital, also Rewe Real. Ich meine, da brennt halt die Hütte schon. Ne? Also die sehen das schon, dass sich da was verändert. Wenn du in Bielefeld sitzt und du machst Marketing für Pizza, ist das alles noch ein bisschen weiter weg. Aber was wir halt versuchen, ist so das Froschphänomen zu verhindern, dass irgendwann die Suppe kocht und der Frosch ist hin. Und nun ist ja nicht nur der Endkonsument euer Kunde, sondern ja auch Gastronomen zum Beispiel, gibt auch eine B2B-Zielgruppe. Wie unterscheidet sich das in eurer Vorgehensweise? Im Kern erstmal gar nicht, weil ich glaube, was wir auch sehr stark mit in den Gedanken der Gruppe gebracht haben, sind methodisch so die klassischen Sachen, die wir alle heutzutage anwenden. Also nicht nur iteratives Arbeiten, sondern Customer Centricity im Sinne von wirklich dem Kunden über die Schulter zu schauen, zuzuschauen, was der macht, ob das jetzt der Gastronom ist, wo es vielleicht darum geht, wie macht er seine Getränkebestellung, wo der in den Keller geht, wo er kein Internet hat, wie geht er damit um, welche Fehler passieren dabei, wie können wir ihm helfen. Ist ja sehr ähnlich, wie wenn wir einem Hobbybäcker über die Schulter
drüber schauen, wie backt er, wie geht er damit um, wenn er eine bestimmte Zutat nicht hat. Es ist am Ende immer die Frage, wirklich stärker an den Konsumenten ranzurücken und wirklich rauszufinden, was sind so die Probleme, die Bedürfnisse, die wir irgendwie adressieren müssen. Nun wollen wir ein bisschen konkreter werden. Was für Projekte habt ihr aktuell in eurer Digitalfabrik schon auf die Strecke gebracht? Was waren Erfolge, was waren Misserfolge? Vielleicht mal so ein paar konkrete Beispiele, was ihr bewegt. Ich fange mal mit einem Misserfolg. Wobei Misserfolg, ich würde es nicht ein Misserfolg nennen, weil ein Misserfolg würde ja bedeuten... Eine Erfahrung. Erfahrung, ne? Wir sammeln ja alle, wir lernen ja alle. Nein, aber in dem Fall meine ich es sehr ernst. Also eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, ist etwas, das nennt sich Kuchenfreude. Bei Kuchenfreude ging es um die Frage, ob ein Unternehmen wie Oetker, klar, im Bereich Kuchen, Backen beheimatet, ob wir es schaffen können, eine Plattform zu bauen, auf der Konditoren quasi ja wie auf einem Marktplatz ihre Kuchen, also vor allen Dingen Torten, aber auch kleinere Sachen anbieten können und Leute können das bestellen für Geburtstage, Unternehmensanlässe, was auch immer. Das haben wir übrigens sehr stark auch hier in Köln ausprobiert. Es stellt sich heraus, wie immer bei solchen Sachen, das ist nicht so einfach, wie es immer auf dem Papier aussieht. Und das ist für Oetker das größte Learning gewesen, dass man verstanden hat, dass viele der Prozesse, wie wir sie anregen, zu Sachen klein anzufangen, dann größer zu gehen, einen daran hindern können, große Investitionen zu machen, die gegen die Wand laufen. Kuchenfreude haben wir aber tatsächlich erstmal eingestellt vor ein paar Monaten, weil wir einfach gemerkt haben, es bringt uns nicht das, was wir wollen. Wir haben uns dann gesagt, muss man den strategischen Fokus machen. Woran hat es gelegen? Es hat ganz stark daran gelegen, dass man verliebt in einen Business Case war, der aber nicht zwingend an einem Problem eines tatsächlichen Nutzers orientiert war. Es gibt ein erfolgreiches Modell in dem Markt, Deine Torten. Auch Kollegen hier aus der Gegend, auch kein Geheimnis, Oetker ist inzwischen investiert, die sehr stark das Thema bedruckte Torten, also sehr stark so Event-Torten, meinetwegen mit dem Gesicht des Geburtstagskinds drauf entwickelt haben. Das hat eine gewisse Traction erreicht. Das ist zumindest was, wo es jetzt erstmal spannend ist, weiterzumachen. Kommen wir doch mal zu den Positivbeispielen. Ja, wie gesagt, uns gibt es jetzt anderthalb Jahre. Ich glaube, es gibt verschiedene Sachen, die wir gemacht haben. Ich will mal zwei kurze Beispiele. Das eine ist backen.de. Da geht es genau um dieses Rezeptbuch, das ich erwähnt habe. Also die Frage, wie können wir wieder in der Customer Journey auftauchen? Wie können wir als Oetker authentisch mit der Kompetenz, die wir haben, wieder auftauchen, wenn Leute über Backen nachdenken? Das ist erstmal ein Tool, das eine Marketingkomponente hat, aber langfristig uns ja den Zugang eigentlich zum Konsumenten sichern soll, jenseits von dem, was noch an anderen Stellen passiert. Zweite Geschichte, backen.de hat eine enge Verbindung mit der Marke Dr. Oetker. Die zweite Geschichte nennt sich Jewit. JYIT, gar nichts mit der Marke Dr. Oetker zu tun. Da geht es um Healthy Convenient Food, Frozen, so ein bisschen HelloFresh, aber man muss nicht mehr selber kochen. Wir versuchen aber gleichzeitig den Gesundheitsgedanken sehr hochzustellen und haben gelernt von den Konsumenten, Gesundheit heißt für die, ich könnte das auch selber machen. Das ist ein ganz lustiger Effekt. Wir glauben immer, Gesundheit ist irgendwie, der Ernährungswissenschaftler sagt, was gesund ist. Für viele Menschen da draußen ist es viel einfacher. Wenn ich selber machen kann, dann ist es gesund. Und deswegen machen wir die Gerichte da sehr stark. Keine Zusatzstoffe, wenig Zucker, wenig Salz und so weiter. Das ist ein spannendes Experiment für uns, zusammen mit einer anderen Oetker-Tochter, nämlich Oetker Professional, die sich mit Frozen Food auskennen und Produktionsprozessen. Probieren wir gerade aus, ist aber auch erst seit 8 Wochen unterwegs, also noch viel zu lernen. Und nun kann ich mir vorstellen, 127 Jahre ist auch 127 Jahre Daten und Erfahrungen. Mhm. Ist es auch für Oetker ein Sinneswandel zu sagen, Mensch, wir sind eigentlich schon so alt, aber haben bisher noch gar nicht so dran gedacht, dass Daten eigentlich quasi auch eine tolle Informationsquelle sind und ihr quasi auch in den Konzern hinein helft, wie man mit den ganzen Daten, Erfahrungen umgehen kann? Oder kocht ihr da in Berlin eher euer eigenes Süppchen? Traditionell kommt natürlich so ein Unternehmen wie Oetker immer daraus, dass man eigentlich recht weit ist vom Konsumenten. Man kennt Marktforschung, klar, aber die Leute, die wirklich wissen, was passiert, sind eher die Händler und die näher dran sind. Dieser Wandel, dass man sagt, wir müssen eigentlich an die Daten rankommen, ist eigentlich bei uns noch im Prozess. Weil wir auch erstmal überhaupt die Touchpoints schaffen müssen, um an diese Daten heranzukommen. Wir sind halt kein Handel, zumindest nicht im Wesentlichen, mit wenigen Ausnahmen und können da schon viel abgreifen. Aber auch da ein Beispiel, zur Oetker-Gruppe gehört auch Getränke Hoffmann, ist einer der größten Getränkehändler in Deutschland. Da fangen natürlich schon an, Daten zu wachsen und da gibt es natürlich schon spannende Anknüpfungspunkte, an die wir uns langsam ranrobben. Ich glaube, es ist auch in Deutschland kein Geheimnis, dass unter den Vorzeichen von GDPR, DSGVO, das alles mit sehr viel Bedacht und sehr viel Überlegung gemacht werden muss und einfach mal so
die Datenhähne aufdrehen halt nicht mehr funktioniert, wenn es je funktioniert hat. Wenn ihr euch neuen Themen widmet, ist das dann eher vorgegeben vom Konzern, der gesagt hat, Mensch, da müssen wir noch was tun, die sind ja noch ganz weit hinterm Wald, oder sind es eher Dinge, die ihr im Markt spürt, wenn ihr gerade Berlin, wo ihr sitzt, hat eine große Food-Tech-Szene auch, da passiert wahnsinnig viel, wo ihr dann mit inspirativen Ideen und Gedanken dann nach Bielefeld fahrt und sagt, guck mal hier, das wollen wir machen, oder wie muss man sich den Prozess vorstellen? Ja, wir versuchen es eigentlich zu kombinieren. Also wir versuchen sehr stark, gemeinsam mit den Kollegen, zum Beispiel in den Gruppenunternehmen, erstmal eine strategische Diskussion anzufangen. Also zu sagen, lasst uns mal überlegen, was heißt denn eigentlich Digitalisierung für euch? Was für Chancen gibt es? Was für Risiken gibt es? Und daraus entwickeln sich unsere Projektideen. Also weder ist das irgendwie, es kommt ein Briefing und wir führen das aus. Das versuchen wir möglichst einfach von uns zu weisen. Also nicht die Digitalagentur. Nein, von weil es auch nicht funktioniert. Und ehrlicherweise da auch die Frage ist, dafür gibt es, glaube ich, auf dem Markt auch gute Anbieter. Aber wir würden halt sagen, es macht halt Sinn, tatsächlich nochmal verstanden zu haben und nicht nur ein Briefing abzuarbeiten. Aber was auch nicht funktioniert, ist, wenn wir uns nur irgendwelches Zeug überlegen und das keinen Bezug zu dem hat, was die Gruppenunternehmen machen. Ich meine, Jewel, das ich gerade erwähnt habe, hat am Anfang erstmal eine andere Frage gehabt, aber dann guckst du ins Unternehmen und sagst, aha, da gibt es Spezialisten, die zum Beispiel wissen, wie man gefrorene Lebensmittel herstellt, die auch nach dem Auftauen, nach dem Zubereiten in der Mikrowelle noch in einer vernünftigen Konsistenz sind. Das ist ein Wissen, das kann man, glaube ich, als normales Startup nur schwierig aufbauen. Also klar, manche Leute haben irgendwie einen Fachmann irgendwie in dem Freundeskreis, der einem da helfen kann. Aber sonst ist das schwierig, das so aus dem Nichts herauszustampfen. Und da wir hier viele Kollegen haben, die sich mit Produktentwicklung beschäftigen, User Experience, CTO etc., macht doch mal an dem Beispiel, Jewel, vielleicht fest, wie der Prozess aussieht. Also ihr habt entschieden, da ist das Konzept, es ist freigegeben von der Zentrale, ihr legt jetzt los, macht ihr eine Stellenausschreibung, wir suchen Gründer, Geschäftsführer, wie muss man sich vorstellen, ist das wirklich anders. Das Produkt auf dem Markt? Ist eine gute Frage. Also wir haben ganz am Anfang zwei Kollegen gehabt, einen eher businessorientierten, einen Produktler. Die beiden haben wir gesagt, wir haben da sehr breit angefangen. Wir haben nämlich eigentlich erstmal angefangen mit dem Thema, was passiert rund um die Küche. Da stößt man sehr schnell auf das Thema Gesundheit. Allerdings sagt dir bei Gesundheit immer jeder, ja, ja, die Konsumenten reden immer von der Gesundheit und kaufen doch die Pizza. Und die sind halt losgegangen und haben tatsächlich im allerersten Schritt diese Frage sich näher angesehen und sich mit Leuten unterhalten. Was heißt für euch Gesundheit? Haben in die Kühlschränke reingeschaut. Leute, die dir erzählen, Gesundheit ist total wichtig, du machst die auf, hinten rechts in der Ecke stehen 6 Dosen Red Bull und du fragst, warum stehen die? Ja, die sind doch von vor einer Woche. Also da gibt es lauter so Stories, ne? Oder ich würde mich gern gesund ernähren, aber meine Frau, der schmeckt das nicht. Also es gibt so lustige Geschichten, die dann da rauskommen. Und die beiden haben dann zusammen daraus über Methoden wie Interviews, Design Sprints, Prototypen angefangen, in dieser Idee zu fallen. Die hatten zum Beispiel ganz am Anfang die Idee, dass sie auf der Webseite Rezepte zeigen und sagen, das Rezept kannst du jetzt selber kochen oder wir geben dir das gleiche Gericht, aber frozen und du hast 30 Minuten gespart. Stellt sich raus, funktioniert nicht. Die Leute in dem Moment, wo sie das Rezept sehen, glauben, sie müssen noch kochen. Und es ist nicht aus ihnen rauszukriegen. Also haben sie das wieder weggenommen. Aber das ist halt iterativ. Sie haben es mit Prototypen getestet, haben parallel die Lebensmittelproduktion angefangen aufzubauen. Und jetzt fangen sie an zu lernen, ob es auch auf der Marketingseite funktioniert, was man den Leuten erzählen muss, damit sie tatsächlich kaufen, aber dann auch immer wiederkommen. Und wenn ihr solche Produkte entwickelt, wie oft steht ihr dann vor der Herausforderung zu sagen, machen wir das jetzt selber oder kaufen wir was immer ein oder zu? Also wo im Prinzip stehst du immer vor der Herausforderung. Also ich glaube, es gibt, irgendwann musst du dich entscheiden. Seid ihr eher Make oder seid ihr eher generell Buy? Ich glaube, wir sind ein bisschen eher im Make, aber es gibt auch Buy-Momente. Also wir sind zum Beispiel jetzt in Belvini, ist ein kleinerer, aber nicht ganz unbedeutender Wein-E-Commerce-Player eingestiegen. Hätten wir auch von null selbst aufbauen können. Also wir haben auch Wein-Know-how über die Henkel-Gruppe, hätte man machen können, aber gleichzeitig deren Know-how, deren Vorsprung an bestimmten Stellen zu nutzen, kann auch nicht schaden. Du sprachst vorhin auch dann über die Fragen der Vermarktung. Ist das hier so, dass ihr dann auch mit Agenturen zusammenarbeitet, Dienstleistern, wo ihr auch Expertise von außen reinholt oder sagt ihr, nee, eigentlich wollen wir alles selber machen, hat gerade schon mal alles selber gemacht oder weht da auch in Berlin ein anderer Wind? Nee, im ersten Sinne arbeiten wir mal sehr stark mit unseren eigenen Leuten. Also wir haben Digital-Marketing-Leute, wir haben Data Scientists, wir haben Engineers, wir haben Designer, wir haben Produktmanager. Per se haben wir erstmal alles im Haus, was wir brauchen. Ich kann jetzt noch nicht sagen, was passiert, wenn wir auf eine Skalierungsstufe kommen, wo zum Beispiel ein Jewel sagt, so, jetzt geben wir Vollgas, jetzt haben wir die Testphase beendet, jetzt skalieren wir hoch. Dass man dann wahrscheinlich auch über klassische Werbeagenturen oder Ähnliches redet, ist wahrscheinlich. Aber wir wollen im ersten Schritt
uns nicht zu sehr damit beschäftigen, irgendwelche externen zu steuern, sondern sehr stark aus uns heraus einfach schnelle Entscheidungen treffen, schnell Sachen ausprobieren können. Und unsere Erfahrung ist einfach, egal welche dieser Bereiche, von Engineering bis zu Marketing, wenn die Leute zusammensitzen und gemeinsam daran arbeiten, geht es schneller, als wenn du noch versuchst, Verträge zu verhandeln, Aufträge, Briefings und alles, was dazugehört, zu machen. Haben wir vielleicht den einen oder anderen hier, der gerade sagt, Mensch, vielleicht auch mal ein neuer Job wieder oder was Spannendes, neues Projekt. Was sind denn gerade Projekte, wo ihr jetzt aktuell dran arbeitet, wo du sagst, Mensch, da werden wir vielleicht demnächst den einen oder anderen für einstellen brauchen, wo du sagst, das ist was. Wir stellen lustigerweise gar nicht für Projekte ein. Wir achten bei dem, was wir einstellen, eher sehr stark darauf, dass wir den richtigen Mix an Leuten haben. Also wir stellen eher Leute ein, die mit ein bisschen Erfahrung kommen. Wir haben aber umgekehrt, das ist vielleicht auch, das machen andere anders, wir haben so gut wie keine Mitarbeiter aus der alten, in Anführungszeichen, Oetker-Organisation, weil wir sehr bewusst sagen, wir wollen ja neue Expertise in die Gruppe holen und gleichzeitig die Leute, die schon ein digitales Mindset vielleicht in Bielefeld oder in Frankfurt haben, ja eher bestärken. Wenn wir die auch noch da abziehen, das würde ja dem zum Beispiel dem Dr. Oetker nicht helfen. Das heißt, wir heiern gar nicht für Projekte. Also wir sagen jetzt nicht, für Jewett brauchen wir jetzt 3 Entwickler, sondern wir versuchen, gute Entwickler zu holen und wir wollen denen auch die Chance geben, an bestimmten Stellen mal das Projekt zu wechseln. Oder aber auch vielleicht irgendwann mit einem Jewett auch Oetker Digital wieder zu verlassen und dann als eigenständiges Unternehmen in der Oetker-Gruppe weiterzumachen. Nun hatten wir ja anfangs auch über das Thema Kultur gesprochen. Gibt es da so Beispiele, wo du sagst, da ist zum Beispiel eine Meeting- oder Kommunikationskultur, die völlig Standard ist in Bielefeld. Wenn wir da hinkommen, machen wir das immer so. Aber in Berlin, da stehen wir lieber ums Whiteboard und brainstormen fröhlich vor uns hin. Gibt es da so Dinge, wie ihr da auch anders tickt? Ich glaube, ja, natürlich tun wir das. Also ich meine, das fängt schon bei Trivialitäten fast an. Ne? Also in Bielefeld hast du in einem klassischen Unternehmen, ich sag mal, die Krawattendichte ist relativ hoch. Und Pin auch so? Nee, das nicht unbedingt. Aber du hast halt, ne? Also oder so, das ist halt einfach anders. Aber das ist auch, ja Gott, so ist es halt aber auch. Also ich finde das nicht weiter schlimm. Und das ist auch ehrlicherweise jedes Unternehmen der Oetker-Gruppe ein bisschen anders. Das macht schon einen Unterschied, aber es macht dann auch schnell wieder, finde ich, keinen Unterschied mehr. Also ich bin immer wieder überrascht, wie dann Leute bei uns, die häufig auch durchaus ein bisschen jünger sind als die Kollegen bei Dr. Oetker oder bei anderen Unternehmen, über die Kompetenz kann man da viel erreichen. Was natürlich schon auffällt, ich meine, es gibt ein paar Sachen, die machen wir tatsächlich sehr anders. Ne? Also ich sag mal so, unser Umgang mit Post-its ist schon so ein bisschen anders. Ne? Also bei uns kleben die nicht am Computerbildschirm, sondern im Zweifel an großen Wänden. Das sind halt so Sachen, ich weiß, dass das auch gerne mal belächelt wird. Umgekehrt weiß ich aber auch, in jedes Projekt, das wir reingehen, wo wir über User Research, über Brainstorms, über Post-its, über ähnliche Sachen reden, da wird immer am Anfang gelächelt und am Ende habe ich immer wieder nochmal neue Erkenntnisse gewonnen, habe ich nochmal stärker was auch konzeptionell erarbeitet und es klappt dann doch immer. Und wenn euch ja die Bielefelder in Berlin besuchen, gibt es da manchmal auch so Tool-Night, nenne ich es mal, die sagen, oh Gott, wir haben jetzt hier irgendwie das SAP und alles kompliziert und alt und groß und ihr macht hier Slack und ne? Also da gibt es sicherlich auch Dinge, die dann auch von euch entdecken und dann zu ihrer IT rennen und sagen, du. Ja, klar gibt's das. Also wobei wir ehrlicherweise dann, also wir versuchen uns schon so einen guten Mittelweg zu finden. Also wir versuchen schon auch so sicherzustellen, dass wir nah an dem sind, wie die arbeiten, aber an bestimmten Punkten auch sagen, wir brauchen für unsere Art der Arbeit auch bestimmte andere Tools, die bestimmte andere Anforderungen erfüllen. Das fängt bei Diskussionen über Cloud-Nutzung bis hin zu Chat-Systemen oder Ähnlichem an. Was wir festgestellt haben, ist, dass man aber eigentlich häufig dadurch einen Diskussionsprozess auslösen kann und eigentlich erstmal in Diskussionen kommt. Warum habt ihr eigentlich vor x Jahren mal die Entscheidung getroffen und das ist dann spannend. Also das ist gar nicht so geschlossen, wie man meint. Ich würde es deshalb auch nicht Neid nennen. Ich glaube, manchmal ist eher so der Blick von außen, der sagt, ihr macht's jetzt müssen wir aber überlegen, ob es nicht doch was für uns ist. Also das ist eher so mein Eindruck. Wenn wir vom Arbeitsumfeld sprechen, wie muss man sich das vorstellen? In Bielefeld, Jucker Palme, große tiefe Teppiche und große Büros und bei dir ist das coole Kreuzberger Loft und Ikea-Tische, oder? Ja, im Großen und Ganzen schon, nein. Also natürlich gibt es so, also es gibt zum Beispiel in Bielefeld ein Gebäude, das gibt es zwischen 60 Jahre, 70 Jahre mit dem klassischen Marmoreingang und so, wie man sich das so vorstellt. Einzelbüros sind da deutlich üblicher. Bei uns gibt es eher die klassischen Flächenbüros, wo 10, 15, 20 Leute sitzen. Das ist schon unterschiedlich. Aber am Ende stelle ich immer wieder fest,
da, auch da wandeln sich Dinge. Ich war jetzt in den Niederlanden bei Oetker, die haben ein großes Stockwerk gemacht, wo links die Marketingleute und rechts die Digitalleute sitzen und die arbeiten jetzt über das Stockwerk hinweg zusammen. Also es ist nicht so, dass sich da nicht Sachen verändern. Also nicht aber, so, dass aus Bielefeld das Fax nach Berlin geht und die E-Mail von Berlin nach Bielefeld. Nein, um Gottes Willen. Also wir haben keinen Fax, also wenn Sie es versuchen, wird es nicht funktionieren. Das wird dann als E-Mail jetzt, als ja, genau, eingescannter Anhang. So ungefähr. Klar gibt es da Unterschiede. Wie gesagt, Einzelbüros. Ne? Also du hast in vielen dieser Unternehmen noch diese klassischen ein oder zwei Leute sitzen in einem Büro. Das gibt es bei uns nicht. Punkt. Punkt. Und hier dürft ihr euch schon mal darauf vorbereiten, dass wir gleich in unsere Fragerunde einsteigen. Insofern, wer Fragen hat, gleich kommt hier das Mikrofon und dann sind auch eure Fragen gefragt. Wenn wir beim Thema Büro und Tools sind, was sind typische Tools, wo ihr sagt, das ist unverzichtbar für uns, da bestehen wir drauf, das hat sich etabliert, damit wird bei uns gearbeitet? Ich würde es gar nicht an einem spezifischen Tool festmachen. Ich glaube, es ist einfach so, dass für uns natürlich die ganzen klassischen Sachen, ne? Irgendeine Form von Ticketsystem, ob das jetzt ein Trello oder ein Jira ist, ein Confluence oder eine andere Form von Wiki, das ist eigentlich gar nicht so entscheidend, glaube ich. Aber das sind halt Tools, die wir wahrscheinlich alle hier kennen und alle nutzen, die da häufig zum Teil manchmal schon anfangen genutzt zu werden, aber häufig noch einen Schritt weiter weg sind. Ob das jetzt ein Slack oder ein Mattermost oder irgendein anderer ist, ach ja, das ist manchmal auch so ein bisschen so eine fast schon philosophische Frage. Wie wird bei euch in dem Arbeitsumfeld Erfolg definiert? Ist es wie im Startup, so sagt hier KPIs, zack, 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 oder gibt es da andere Strukturen, die vielleicht auch vom Konzern übernommen worden sind? Wie wird im Prinzip müssen wir uns ja bei jeder Sache, die wir machen, immer fragen, genauso wie du sagst, wann ist das erfolgreich? Das ist ja auch eine Phasengeschichte. Also wenn ich jetzt ein sehr junges Produkt habe, ist ja der Erfolg erstmal definiert, dass ich einen bestimmten Proof of Concept erreiche. Das ist sicherlich noch nicht das, was einen positiven Business Case trägt, aber ich kann zumindest nachweisen, okay, es ist machbar, ich kann das skalieren, die Kosten sind nicht komplett utopisch. Und klar, da versuchen wir natürlich über Vorabdefinitionen von KPIs, wir arbeiten sehr stark mit Phasen, dass wir sagen, die nächsten 8 Wochen ist das Thema, da gibt es das Budget für, da arbeitet das Team jetzt dran und danach gibt es eine Entscheidung, wie es weitergeht. So, dann gehen wir mal langsam über zur Fragerunde. Gibt es denn schon erste Fragen aus dem Publikum? Eine hier vorne, die Dame in der zweiten Reihe. Hallo, dein Name, deine Rolle und deine Frage bitte. Okay, Carolina, Senior Marketing Manager bei Plan One, Corporate Startup Schüco Bielefeld. Mhm. Ich bin etwas irritiert von der Parodie zwischen Bielefeld und Berlin und würde gerne wissen, ob ihr das wirklich denkt, dass digitale Kompetenz nur in Berlin sitzt oder ob das vielleicht an anderen Dingen auch liegen könnte, dass Oetker da ein bisschen hinterherhinkt. Nein, die liegt nicht nur in Berlin. Also es gibt ja auch vor uns gab es schon Leute, die sich mit dem Thema Digitalem in Bielefeld beschäftigt haben. Die gibt es auch immer noch. Das gilt übrigens für die anderen Gruppenunternehmen genauso. Jetzt kann man fragen, warum machen wir das in Berlin? Also natürlich hat das hat einen Grund, was den Arbeitsmarkt angeht. Gibt es, glaube ich, relativ wenig drum herum zu reden. Der zweite Punkt ist, die Oetker-Gruppe ist sehr dezentral und da wir als Oetker Digital für die Oetker-Gruppe zuständig sind, nicht nur für Dr. Oetker, selbst wenn wir in Bielefeld säßen, müssten wir noch nach Frankfurt oder nach Baden-Baden, wo die Hotelkette sitzt, fahren. Also egal, wo du sitzt, du musst immer fahren. Das ist sozusagen das, was ich sagen will. Aber es ist nicht so, das hatte ich ja gesagt, es ist auch nicht unser Anspruch, jetzt alle Digitalen nach Berlin zu holen. Im Gegenteil. Also es gibt Leute bei Dr. Oetker, die sagen, die auch Spaß haben, mit unseren Produktprojekten zu arbeiten. So Backen zum Beispiel. Ich habe vorhin gesagt, bei Jewett haben wir 2 Leute von uns. Bei Backen.de haben wir eine Kollegin von Dr. Oetker genommen, die sich sehr stark mit Back-Content auskennt und mit einem Produktmanager von uns kombiniert. Und die arbeiten zusammen. Sehen die sich jeden Tag? Nein. Aber das kriegt man ganz gut gelöst heutzutage. Weitere Fragen? Dann frage ich noch was, ne? Wenn du über deine eigene Arbeit nachdenkst, bei Oetker in eurem Digitalbüro in Berlin, wie sind da typischerweise auch so Karrierepfade? Ist das dann eher in das Startup hinein, in die Company hinein oder wollt ihr dort eine große Organisation auch in Berlin aufbauen? Wie muss man sich das vorstellen, wie ihr da organisiert seid? Und das ist eher so ein kleines Team und dann alles andere verteilt auf eure Companies.
Also unsere Perspektive ist schon, dass wenn wir bestimmte Sachen haben, die eigenständige, erfolgreiche Konzepte sind, ist eher so ein Inkubationsmodell. Also dass die dann auch wieder die Chance haben, rauszugehen, ihre eigene Organisation aufzubauen. Weil wir in Oetker Digital ja auch eine gewisse Rotationsgeschwindigkeit beibehalten können. Und wenn du innerhalb von Oetker Digital dann ein Startup hast mit 300 Leuten, das geht ja kulturell irgendwann auch nicht mehr. Wir wollen aber, also wir sind heute ungefähr ja, 80 Leute, wir wollen jetzt nicht ein Vielfaches davon werden. Die genaue Zahl ist immer so ein bisschen knifflig, weil wir uns sehr stark versuchen, daran zu orientieren, was wird gebraucht. Und wenn wir feststellen, wir brauchen nochmal zwei Data Scientists, weil wir tatsächlich für die konkrete spannende Projekte haben, dann ist das schon gut, die zu kriegen. Aber wir werden jetzt nicht, also es geht nicht darum, ob es irgendwie einer mehr oder weniger ist, aber wir werden sicherlich nicht viele hundert werden. Wenn ich jetzt ein junger Gründer bin und sage, ich habe jetzt hier die Idee im Foodtech-Bereich, ich sehe da Anknüpfungspunkte und Mensch, da könnt ihr mir Oetker helfen, seid ihr da offen oder sagt ihr, nee, wir machen lieber unser eigenes Ding und wir wissen, wo wir hinwollen oder möchtest du angesprochen werden? Was wir machen ein bisschen was im sagen wir es mal, grob im Ventures-Bereich. Wir verstehen uns aber nicht als klassischer Venture-Capital-Geber. Der Hintergrund dafür ist relativ einfach. Erstens glauben wir, dass wenn man das ernsthaft betreiben muss, man ja auch ein Portfolio aufbauen muss, sehr viel Zeit und Energie da rein investieren muss, wo wir im Moment einfach nicht unsere Priorität sehen. Und es gibt einen zweiten Grund, ich glaube, für die Gründer ist es auch nicht unbedingt die optimale Lösung. Weil wenn natürlich ein Oetker als früher Investor in einem Startup auftaucht, macht das Türen zu. Oetker ist ein Familienunternehmen, die haben relativ wenig Interesse an IPOs oder Ähnlichem. Die haben im Zweifel kein Interesse daran, an eine Nestle oder an jemand anders zu verkaufen. Das heißt, wir sind eher interessiert zu sagen, wenn es um Investment geht, entweder über Portfolios zu gehen, also zum Beispiel Project A oder Ähnliches, oder Atlantic Food Labs zum Beispiel in Berlin, ist ja auch sehr aktiv, oder aber zu sagen, so ein Case, wie ich den eben genannt habe, mit Belvini, wo wir was sehen, das hat schon eine Menge erreicht und jetzt ist die Frage, können wir denen nicht helfen, mit unserer Erfahrung in Logistik und Ähnlichem den richtigen Sprung nach vorne zu machen. Gibt es noch Fragen im Publikum? Bitte schön, der Herr in Rot. Jawohl, dein Name, dein Titel und deine Frage bitte. Martin, ich hätte nur die Frage, sind Sie auch für die Digitalisierung innerhalb des Unternehmens oder auch für die oder nur für die nach außen gewandte Unternehmenskommunikation zuständig? Ja, wir haben uns sehr bewusst bisher das Thema, ich sag mal, Transformation in dem Unternehmen lassen wir eigentlich außen vor. Der Grund ist der, dass wir glauben, dass solche Sachen in den Unternehmen gewachsen müssen, sehr stark vom Management in den Unternehmen getrieben werden müssen. Wenn wir als, ich sag mal, halb Externe da auftauchen und versuchen mit irgendwelchen Scrum oder Agile Workshops oder das ist sehr, sehr schwierig aus unserer Sicht da nachhaltig einen Effekt zu kriegen. Das heißt nicht, dass wir nicht ab und an mal gefragt werden, könnt ihr uns mal erklären, wie ihr arbeitet? Ich habe jetzt schon zwei oder dreimal Kollegen von der Dr. Oetker IT in Berlin gehabt, die einfach sich mit uns mal darüber austauschen wollen. Das machen wir gerne, aber unsere Mission ist es nicht reinzugehen und die zu transformieren. Wenn es durch unsere Arbeit positive Nebeneffekte gibt, und die gibt es, weil die Leute inspiriert werden, mal anders zu arbeiten, dann ist das komplett in Ordnung und auch wünschenswert, aber wir sind nicht jetzt irgendwie die Change-Management-Agentur, die das versucht, in die Unternehmen reinzudrücken. Für eine Frage hätten wir noch Zeit. Wer möchte die krönende Abschlussfrage stellen? Hier vorne links, wunderbar. Beziehungsweise rechts. Hallo, dein Name bitte, dein Titel und deine Frage. Hallo, Apostolos, Head of Digital bei der Monuta Versicherung. Ich habe heute im Laufe des Tages sehr viele Vorträge gehört und oder Interviews gehört und was ich jetzt auch bei dir raushöre, ist so eine gewisse Skepsis, die, sage ich jetzt mal, einem entgegengebracht wird, wenn man das macht, was wir machen. Mich würde interessieren, wie kommt man in die Köpfe beziehungsweise wie macht man das bei einem 125 Jahre alten Traditionsunternehmen? Das ist so ein bisschen People's Business, haben wir heute gehört, aber ich stelle mir das wirklich bei deiner Funktion wirklich sehr, sehr schwer vor, weil das ist ja, wie du schon gerade gesagt hattest, so ein bisschen wir und die. Das ist vielleicht dann etwas, ja. Also ich glaube, das klingt jetzt ein bisschen vielleicht sehr einfach formuliert. Ich glaube, die allerwichtigste Sache ist, dass man Champions in dem Unternehmen hat. Also wir haben das Glück, dass der Chef der Oetker Gruppe, der ist jetzt seit auch ungefähr einem Jahr Chef der Gruppe, jemand ist, der sehr, sehr stark an das Thema glaubt.
Und zwar nicht nur glaubt, er hat jetzt zum Beispiel sich bei Dr. Oetker in so einem Townhall-Meeting hingestellt und hat 80% seiner Redezeit auf das Thema digital verwendet. Und da sitzen nur Leute, die sonst Pizza und Kuchen produzieren und ihr Chef sagt ihnen, das ist mir egal, wir reden jetzt mal 80% meiner Zeit über digital. Das ist unglaublich wichtig. Da kann man jetzt sagen, wenn man das nicht hat, was macht man dann? Also ich weiß schon, das ist schwierig, aber ich glaube, da muss man an einer bestimmten Stelle auch ehrlich sein, wenn es diese Champions nicht gibt, ganz weit oben in der Hierarchie, die auch bereit sind, das immer wieder zu sagen und immer wieder darauf Wert zu legen, wird es ganz schwierig. Und der zweite Punkt, der dann danach folgt, ist, dieses die und wir ist natürlich eigentlich Gift für die ganze Geschichte. Aber es ist auch nicht ganz zu vermeiden. Man muss immer wieder anfangen. Ne? Also immer wieder erklären, immer wieder sagen, warum machen wir das so, die Leute mitnehmen. Und irgendwann sinkt es langsam rein. Aber es ist Beharrlichkeit. Ist leider auch eine Sache, die man braucht. Lieber Daniel, herzlichen Dank. Das war sehr, sehr spannend und toller Einblick, den du uns gegeben hast. Danke dir. Und wir hoffen, dass du noch einen tollen Tag hier hast, tolles Networking. Absolut. Danke für eure Aufmerksamkeit, für die tollen Fragen. Einen schönen Tag noch. Danke dir. Super, danke dir.